Auf ihm ruhen die königsblauen Hoffnungen. Roberto Di Matteo, der neue Cheftrainer von Schalke 04. Nach der Entlassung von Jens Keller soll er dem Verein die fehlende Konstanz zurückbringen. Bei der offiziellen Vorstellung präsentierte sich der Italiener souverän, gut gelaunt und kündigte gleich an, wie er sich die Arbeit bei S04 vorstellt. Ja, soweit habe ich einen sehr positiven Eindruck von den Infrastrukturen, auch von der Mannschaft und auch von den Leuten, die ich bisher kennengelernt habe hier auf Schalke. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich heute hier bin und diese Herausforderung angenommen habe in diesem großen Verein. Ich habe natürlich die Bundesliga immer sehr, sehr nahe verfolgt und ich finde sie auch eine sehr faszinierende Liga. Wenn man an Schalke denkt, denkt man an die Leidenschaft der Fans, Großverein, sehr viele Supporters, Fans und ein Verein, der auch sehr ambitiös ist und hat mir auch immer einen positiven Eindruck gemacht. Ich war ja Fußballer und darum weiß ich ganz genau, was so in der Kabine läuft und die Hierarchie. Es gibt eine Hierarchie in der Kabine, in jeder Kabine, aber ich glaube, man muss einfach feste Regeln haben. Da gibt es nur einen Boss und die anderen müssen einfach verstehen, dass es um das Team geht und dass individuelle Ansprüche, dass die nicht in eine Kabine oder in ein Team gehören, in eine Mannschaft gehören. Ja, ich glaube, wir müssen viel arbeiten auf dem Platz, damit wir an der Organisation des Teams arbeiten können. Auch das Selbstvertrauen der Spieler ein bisschen aufbauen. Ich glaube, ich habe viel Arbeit vor mir, damit wir aus dieser kleinen Krise rauskommen. Und es gibt auch keine Wunder, da muss man einfach ein bisschen Zeit haben und Geduld haben und versuchen, das alles zu verbessern. Ach, ich bin seit 24 Jahren im Fußballgeschäft. Ich habe in der Schweiz, in Italien, England und jetzt auch in Deutschland arbeite ich. Also ich glaube, ich habe die nötige Erfahrung, um mit dem umzugehen.